Buongiorno! Ihr habt mir weiter viele Zeichnungen geschickt und viele von diesen Zeichnungen sind Träume, Albträume von euch. Also dachte ich, ich mache mal eine Folge, wo ich eure Albträume neu zeichne. Willkommen auf dem coolsten Format auf YouTube. Mit Francesco, das ist das coolste Format aller Zeiten. Du hast so Artefakten und Ideen und Gedanken und Bilder von Kindern, mit denen du sowas darstellst. Das ist so... Wow! Und dann heute auch noch die Special-Episode mit den Albträumen. Puh, was muss noch kommen? Ich freue mich so sehr auf diesen Dreh. Francesco! Oder Frankie. Zeig mir mal die Bilder. Heute machen wir das ein bisschen anders. Also die vier Bilder von heute habe ich schon ausgewählt. Mhm. Werden diese sein. Einmal von Susi Oroku. Ja. Ja, das sieht schon... Okay. Falco, damit kannst du alles anfangen, ja, oder? Ja, das ist mein Ding, mein Ding. Das ist irgendwie so dieses tiefe innere Alleinsein-Monster. Ich frage mich, was hast du gemacht, um so einen Albtraum zu haben? Ich weiß nicht, ob vielleicht ist das auch gar kein Albtraum. Also klar, es ist ein Albtraum, aber irgendwie haben ja Träume irgendwo immer eine Bedeutung. So. Ja, 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 also glaube ich auch. Vielleicht ist einfach so eine tiefe Angst in einem, die da so... Ja, weil weißt du, was dieses Monster für dich repräsentiert? Voll, voll. Okay, zeig die zweite Zeichnung. Das ist sowas wie ein Teufel? Ja, so ein Teufel-Boy von Rebella. Ja, ich habe auch mal als Kind vom Teufel geträumt. Ich bin fast gestorben. Ich noch nie. Ich hatte einen Albtraum, wo ich so auf so einer Klippe stand. So ganz klein und so ein riesiger Teufel. Oh. Und ich lief diese Klippe runter und dieser Teufel war so gigantisch. Ich bin aufgewacht und dachte, Alter, never ever will ich das nochmal träumen. Ich habe kaum Albträume gehabt. Als Kind hatte ich voll viele. Es lag aber auch daran, dass ich mir so X-Faktor und sowas reingezogen habe und ich hatte davor unendlich Angst gehabt. Okay, mach weiter, egal. Dann, das. Kleine Mädchen mit Teddybären sind nicht cool. Von Cookie in the Dark. Okay. Und dann noch das hier. Das ist ein richtig typischer Kindheitsalbtraum. Voll, irgendwie so ein Kids, großes deine Etwas. Freunde und so ein großes Etwas, das euch so verschluckt. Francesco, ich würde mal sagen, das kleine Mädchen mit Teddybär. Das willst du uns erzählen? Ja, klar. Ja, okay. Wenn wir schon mal sowas haben. Let's go mit Zeichnung Nummer 1. Okay, Falco, bist du fertig? Ja, das hat 2 Stunden gedauert. Ich habe dieses Mal eine neue Farbtechnik ausprobiert und das ist alles ein bisschen schneller gegangen. Oh. Also, diesmal hat es nur 2 Stunden gedauert. Krass. Und es ist so geworden. Ja, perfekt. Du mit deinem Videospiel-Cover. Jedes Mal, ja. Ja, es ist voll nice. Könnte wieder so ein PlayStation 4-Spiel sein. Ja. So Alone in the Dark, voll. Keine Ahnung was. Und wie so ein Manga, ein Comic auch. Voll, ist voll geil. Auch wie die Katze sogar Angst hat, die schwarze Katze. Ja. Eigentlich ist sie so das Böse, aber hier. Aber diese Augen und diese Hörner. Crazy, crazy. Aber geil gemacht, Francesco. Danke, danke dir. Schönes Bild. Aber ich glaube, wir haben auch einen Special Guest. Haben wir? Ja, wir haben immer Gäste hier bei uns. Oh ja, stimmt. Und diesmal ist bei uns zu Gast Danji! Das ist der Energy vom Fortnite-Song. Oh! Also guck mal, Bro, die Zuschauer schicken mir ihre Kindheitszeichnungen oder Bilder, die sie so malen und ich male sie dann neu. Und diesmal habe ich ihre Albträume neu gezeichnet. Kannst du das originale Bild nennen? Ja. Die schicken dir das, was willst du dann noch machen? Also irgendwann lernen die Schüler so krass von den Apps und die werden noch krasser wie er zeichnen. Ich würde mich freuen. Warte, ich hol dir einen Stuhl. Okay, Francesco. Ja. Kommen wir zur Zeichnung Nummer 2. Welche willst du zunächst sehen? Das Monster, was alle verschlingt. Das mit den 3 Kids. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Let's go.
Wie viele Stunden Arbeit? Eine Stunde und 10 Minuten Arbeit. Oh. Hey, das erinnert mich so ein bisschen an diese Netflix-Serie. Stranger Things? Ja, das könnte halt echt so eine Serie sein, so mit drei Jungs. Komplett. So. Ja, Freunde, habt ihr Stranger Things gesehen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich gerne interessieren. Das hat schon was davon. Liebe, das könntest du sogar sein da unten einfach. Ja, das könnte ich. Ich find's auch geil, wie irgendwie tapfer die Jungs so vor diesem Monster ja, stehen. Ja, so. Ich wollte sie tapfer machen. Ich habe mal Kolben. So sind die drauf, so. So genau, so. So. Eigentlich genau so. Dachte ich so, die sind so, man sieht die jetzt andersrum, wie die so weglaufen. So, oh mein Gott! Aber das so, die sind ready. Okay. Er greift an, aber sie sind tapfer. Ja, Mann, geil. Das erinnert mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! So irgendwie. Oh, das Monster komplett, als würde es so beschwört worden sein und dann direkt so. Ja, du hast die Zähne so krass gemacht, Mann. Voll. Richtig gelaufen. Eigentlich witzig wäre es auch, wie bei Harry Potter, wenn du quasi aus einem Albtraum den wiederum lustig machst. Also den Albtraum Ja, das Ding so eine Zahnspange hätte. Ja. So, das wäre auch das eine gute Idee. Das könnte man auch machen. Okay. Frankie? Der dritte. Teufel. Der Teufel. Ja. Boy. Okay. Oh mein, Digga, okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Let's go, Teufel. Der hat fast 2 Stunden gedauert, 1 Stunde 50 Minuten. Wie viel sagst du eigentlich allgemein dran? 7 Stunden. Und so ist es geworden. Oh. Digga, made by H&M oder was? Das könnte auch ein Werbeplakat sein für so neue weiße Tanktops. Voll das Model. So, das ist so, das ist der Teufel. Hey, ist in der Teufelwelt ist der so Model. Ja, der Instagram in der Teufelwelt. Er hat so was unglaublich Menschliches. Ja, so irgendwie traurig so. Nicht böse. Bei den Kohlen. Ich finde den nicht, ich hab nicht Angst. Ja, das tut mir eher leid. Wie cool ist dieses Format, bitteschön. Boah, das ist so interessant. Bitte schickt mir weiterhin all eure Zeichnungen. Das macht so Spaß, das ist so interessant. Ich feiere das auch unnormal. Okay, Francesco, Finale. Das letzte. Oh mein Gott. Das erste, was ich gezeichnet habe und das, was am längsten gedauert hat. Echt? 2 Stunden und 25 Minuten. Das war dieses Monster in der Ecke. Ne? Am Fenster, im Zimmer. Ja. Okay, let's go. Du wachst auf, du bist noch im Trauma, du weißt es nicht und du siehst ihn in der Ecke. Es ist so traurig. Es sieht so echt aus, Mann. Du hast diesen Raum richtig so ein Dings gegeben, so ein Charakter. So. Ja, komplett, komplett. Ja, sieht den, Mann. Auch diese Schleife mit dem Fenster und wie er noch so den Finger dahin streckt. Ja, genau. Aber wahrscheinlich verbrennt er sich daran, aber er will irgendwie raus. So. Ich will die Serie dazu gucken. Ist echt so. Ja, fast jede Zeichnung könnte seine eigene Serie haben. Komplett, komplett. Voll. Also das hier ist wirklich Kunstwerk. Der Bauch, Mann. Du bist ein Künstler. Ihr seid heute Künstler. Heute bist du der Künstler. Hörst du mal meinen Bauch mal? Comic-Style oder der Künstler? Kommt drauf an, Bro, was du machst. Schick mir bitte weiterhin eure Zeichnungen, eure Träume, eure Albträume weiter. Vielleicht, ja, kann man eine neue Sparte. Wir haben jetzt so Kindheitszeichnungen, wir haben jetzt Albträume gehabt. Was ist mit so den größten Fantasien oder so? Also eure, was ihr träumt und ich meine, was ihr für euch wünscht oder ja, so. Ja, was ich schon immer haben wollte. Ja, genau. Genau. Eure Wunschvorstellungen. Um mir die Bilder zu schicken, einfach auf Instagram posten mit dem Hashtag YoFalco. Einfach das.
Okay. So einfach wie das. Also einfach Instagram hochladen und ja, kann ich dir auch was? Ja. Stell dir vor, alle YouTuber würden das machen. Das wäre geil. Ich will die Kindheitsbilder von den ganzen YouTubern neu machen. Nein, auch deine. Die von Rob habe ich schon gemacht. Wir werden auch einen zweiten Teil davon machen. Und du musst echt deine YouTube-Special machen, brauchst so nur YouTuber reinbringen. Ja. Ich kann auch mixen. Okay, Falco, ich fahre gleich zu meinen Eltern. Ich bringe die meine Pubertätzeichnung. Und nächste Folge wird dann ein Crispy Robs Pubertäts Zeichnung. Ja, Mann! Das ist geil. Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ihr könnt all diese Bilder downloadieren oder runterladen. Der Link ist einfach unten in der Videobeschreibung. Einfach für euch zur Verfügung. Was war eure Lieblingszeichnung von dieser Folge? Lasst es mir gerne wissen. Meins war auf jeden Fall das letzte. Ich finde das Kind auch mit der Katze voll schön, Mann. Ja, Mann, das ist auch voll schön. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ein Daumen hoch, ein Abo auf jeden Fall. Boah, aktiviert die Glocke, Freunde, sonst verpasst ihr Frankies Video. Oh ja, das will niemand. Ich werde traurig. Danke, Energy, dass du auch dabei warst. Finde jetzt deine Kinderzeichnungen und kannst du jetzt eine Abmod singen? Für uns alle. Das war's heute mit Falco. Für euch. Das war's heute für euch. Euch bitte neue Bilder. Irgendwas stinkt hier extrem. Das ist die Jacke vom Grillen wahrscheinlich noch. Ich glaube auch.